Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück. Ja, erinnert euch noch letztes Mal die Quest, die mich rausführen sollte? Die zuerst und fragen dann. Mhm. Die habe ich jetzt mal wieder markiert. Die führt mich dann nämlich 66 Meter in die Richtung. Die wollen wir schließlich auch noch irgendwie zu Ende bringen hier, diese Quest. Verstecken und dann mal kurz mit Zenu gucken. Also da hinten ist eine Schnellreise nach keine Ahnung wo. Und hier, da ist der Eingang. Na, ich will mir das jetzt nochmal angucken, weil mich führt halt diese eine Quest ja auch immer genau hier hin. Und das will ich jetzt schon noch sehen. 50 Meter. Na, genug von diesen Aberglauben über Flüche, auferstandener Pharaon. Ihr seid keine Kinder, die noch an die Zitze ihrer Mutter nockeln. Jeder meiner Männer, der diese Geschichten wiederholt, erhält 30 Peitschenhiebe und seine Weinration wird halbiert. Eure Befehle lauten einfach, die Schätze aus Nofretetes Grab zu holen. Also macht das auch. Sie müssen zum Wohl unseres Ägypten geborgen werden. Statt sie dem Staub und der Vergessenheit zu überlassen. Nofretete würde mir zustimmen. Der Strategus von Jebu. Ja, Nofretete. Aber in Nofretete waren wir schon, ne? Oder? Jetzt kommen wir jetzt. Bin ich nämlich zu tief, guck. Das war hier. Oh, ich dachte, da wäre was gewesen. Ah, da geht's rein. War ich wohl in der falschen Zwischenwelt, hä? Ich bin halt jetzt gerade neugierig. Ich will halt diesen scheiß Ring auch abgeben. Er gehört immerhin zur Hauptquest. Bist du hochmütig, arrogant? Ein Lügner im Haus des Anubis? Hältst du dich etwa für einen Richter? Du entscheidest über Schicksale, wenn deins verdorben ist. Hier gibt es gerade noch keine Karte, ich muss hier erst hoch. Wie dem auch sei, jedenfalls, es ist halt auch so eine Quest, die wir noch machen müssen hier, ne? Ja, und das kennen wir schon, hier waren wir schon mal. Hier waren wir schon mal, aber damals hatten wir, glaube ich, die Quest noch nicht. Glaube ich, ich weiß nicht. Kann sein, dass wir schon hatten, aber ich glaube, wir hatten sie einfach noch nicht. Genau, hier ist nämlich alles abgehakt, aber ich muss, bis auf der Altar da hinten, aber das da zur Ruhe gelegt, ne? Ja, hier waren wir schon mal. Kann ich eigentlich hier? Ja! Mein hübsches Pferdchen. Ich will dir nur kurz den Ring zurückgeben hier, ne? So. Kenne ich dich? Ich glaube, ich sollte, als wären die Knoten unserer Leben verbunden. Ich war früher ein Händler. Und du starbst durch die Hand eines schäbigen Verwalters. Ich habe dich gerächt und habe den Ring deines Vaters. Wie kann ein Lebender das Sommerland durchqueren? Tja. Aber es bedeutet mir viel. Ich danke dir, Rächer.
Haben wir das also auch abgeschlossen, ne? Das musste halt noch gemacht werden. Oh, schon wieder ein Fähigkeitspunkt. Hatte ich gerade erst ausgegeben, die Dinger, ne? Ach ja, richtig. Ich habe mir mal die Gunst von Osiris geholt, dass ich hier Pfeile und Hilfsmittel zurückkriege nach und nach. So, guck, jetzt haben wir nämlich noch zwei. Das eine ist hier, bereite dich auf das Setfest-Ritual vor, keine Ahnung, und finde und besiege Ramses Schatten. Die zwei haben wir noch. Was haben wir denn hier noch? Sprich, mit Tamed haben wir gemacht. Habe ich dazu irgendwo eine Karte? Team ansehen, wo muss ich denn da hin? Das hat echt die Frage. Oh, ich habe einige Schnellreisen noch nicht mehr aufgedeckt. Der Ungläubige, der muss ich irgendwann auch noch plätten. Wenn mir das nächste Mal blöd kommt und über den Weg läuft. Oh. Also unbarmherzig, gibt noch mehr als einen. Und wo ist das hier? Muss ich da vielleicht erst raus, dass ich die wieder sehe? Das sehe ich jetzt gerade, weil ich konzentriert sich auf die Stadt Theben. Dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal nach Theben, oder? Gehen wir mal nach Theben, wenn sich der Fluch darauf konzentriert, und dann schauen wir mal. Weil es interessiert mich ja doch so ein bisschen. Drachen benutzt er, ja. Mhm. Die Ägypter haben Drachen benutzt, um Bausteine anzuheben und auf die Pyramiden zu hieven. Vielleicht hießen die Baumaschinen ihr Drachen, wer weiß. Wer weiß das schon, ne? So. Jetzt sind wir hier. Bin jetzt also wieder oberirdisch. Habe ich jetzt eine Ahnung, wo ich hin muss? Nicht so richtig, ne? Sprich mit. Ich meine, das ist schon abgehakt. Guck, das ist das Fiese, ne? Das ist schon abgehakt hier. Finde und besiege Ramses Schatten. Vielleicht muss ich warten, bis der Dings wieder aufploppt. Ha. Also aktuell habe ich jedenfalls zweimal, nennen wir sie mal Hauptquest, ne, vom DLC. Die beide keine klare... Was? Beide keine klare Markierung haben. Kann man da reingucken? Nee. Vielleicht ist das da vorne der Schatten von Ramses, ne? Gehen wir mal in die Richtung. Da hinten ist er irgendwo. Er ist nicht mehr weit weg. Mal gucken, ob ich den schaffe. Du gehörst nicht hierher, großer König. Ist der kaputt? Ich glaube, der ist irgendwie kaputt, oder?
So macht das aber auch keinen Spaß. Hallo. Irgendwie ist der kaputt. Warum ist der so kaputt? Ja. Hi. Hier bin ich. Siehst du mich? Ja, Weißt du, ich würde ja gerne irgendwie. Aber. Ja. Wollen wir machen, wann halt voll ins. Das verstehe ich jetzt nicht, aber. Die Erde bewegt. Nimm deinen Platz zwischen den Göttern ein, echt? Ramses. Ramses Tempel. Erbaut, um sich seiner zu erinnern. Das war jetzt das Geheimnis alles? Seines Grabes. Echt jetzt? Erreiche das Haus der Million. Aber jetzt warte mal kurz. Jetzt machen wir erstmal wieder hier Fähigkeiten. Wir haben nämlich wieder 2 bekommen. Verbessert der Kriegsbogen. Das ist halt so die Frage, ne? Was wir machen, weil der wäre eigentlich prinzipiell ganz cool. Ich glaube, ich sammle mal auf 3, wenn das noch kommt. Das war jetzt auf jeden Fall gerade sehr, sehr merkwürdig, weil ich meine, sorry, ich habe ja versucht, dass der resettet. Also, dass er startet vor allem, weil das war, irgendwie war das jetzt halt gerade nicht so richtig befriedigend, den da Platz zu machen auf die Art. Aber okay. 900. Immer noch die. Ach da, wollte gerade sagen, wo bleibt denn meine feurige Stute? Hm. 800 ist ziemlich weit. Ich glaube, ich sollte einfach eine Schnellreise machen, oder? Also es sieht auf jeden Fall, im Moment bin ich jetzt nicht sicher, ob wir in der Folge fertig werden oder nicht. Ich bin halt etwas verwirrt gerade, ne? Vor allem, dass sich dieser eine, Graffiti, dass der eine sich halt so gar nicht gewehrt hat, das war schon echt sehr, sehr merkwürdig. Das war irgendwie kaputt. Und hat es unnötig beschleunigt, ne? Wir hätten es auch so geschafft. Hätte länger gedauert, aber wir hätten es schon irgendwie geschafft. Du wartest hier auf mich irgendwie oder kommst ein andermal nach? Ich nehme dieses Bötchen hier. Halt! Bleib stehen! Wer sagt das? Das falsche Taste. Wie war hier beschleunigen noch? Irgendwie konnte man hier doch. Ah, so konnte man beschleunigen, genau. Erreiche das Haus der Millionen von Jahren des Usamadre Zeteb Enre. Und rums. Ich habe den Mast gefällt. La la la. Muss ich vorsichtig sein? Muss ich? Banditen haben hier gelagert. Falls noch etwas übrig war, haben die es jetzt. Da ist aber sehr voll. Wir gehen nach oben. Wir gehen immer nach oben in solchen Momenten.
Vor allem, wenn da Pfeile stehen. Aber noch weiß ich ja nicht mal, ob ich die wirklich alle... Es sind schon ein paar mehr, ne? Aber hey, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Also würde ich sagen, wir schauen mal, dass wir hier... dass wir uns hier ein bisschen freier bewegen können. Eins. Zwei. Ich glaube, das sieht wirklich keiner, wenn ich das so mache. Hat doch einer gesehen. Dann schnell wieder weg. Hallo. Jetzt hängt er da fest. Ach, deswegen hängt er da fest, weil es da nicht hochgeht. So entkommst du mir nicht. Drum. Komm. Ja, zünd deine eigenen Leute an. Finde ich super. Hey. Du hättest nicht herkommen sollen. Scheiße. Weiß ich. Na? Upsala. Na, komm mal her. Komm mal außen rum. Der Schatten ist auch noch da. Eine Spur? Nö, keine Spur. Ich habe keine Spur hinterlassen. Tut mir leid. Der Typ. Ich werde einen Schädel spalten. Ich auch. Mit diesem Pfeil werde ich einen Schädel spalten. Du? Die Pfeile habe ich noch 8. Oh, wunderbar. Zu wem? Ich bin gleich da. Durchhalten. Hey. Ach, guck mal, da unten ist ja einer. Der Aff ist ja sogar markiert. Was haben wir denn da Hübsches? Hast du was gehört? Sei wachsam, Bruder. Hihihi. Kommt denn der her? Schneiper. Decken einander. Und hopp.
Ich will auf jeden Fall nicht gestört werden, deswegen gehen wir jetzt ein bisschen rum. Entschuldigung. Und machen auch die noch platt. So ein Pech aber auch, wa? Zwei noch. Ich muss also bald nachladen, aber ich weiß ja, wo es Pfeile gibt. Ich wollte jetzt halt eine Runde Pfeile nachladen hier, ne? Ja, da hinten stoppt eh gleich einer. Ups, das war zu früh. So. Dann haben wir da noch einen. Und dann glaube ich, habe ich tatsächlich die meisten langsam. Hey, was? Ich spreng dich um! Tust du nicht. So, und jetzt haben wir nur noch den da hinten. So. Das müsste ich ja eigentlich alles getötet haben, was es hier so gibt. Ein unmarkiertes Grab mit derselben Kartusche aus den Hymnen und Liedern. Hm. 600 Meter in die Richtung. War da? Ach, er hier. Dankeschön. Ich mag zwar mein Pferd prinzipiell eigentlich lieber, aber hey, wenn mir schon ein Kamel Öberler vorbeigebracht wird. Ja, dann nehme ich auch das Kamel. Aus dem Weg, schon aus den Werden. Ja, ich denke, ich war weit genug aus dem Weg. Ja, ja, aus dem Weg, ich weiß. Ja, ja, mache ich doch. Ich meine, ich kürze hier genug ab, ja, nervt mich nicht. So. Mhm. Hier links, ja, da geht's links. Ah, doch, hier ein bisschen. Geh da mal hoch und dann 200 Meter. Lass mal kurz gucken. Ja, ja, du bist frei. Schauen hier, ne? Das interessiert mich jetzt. Das interessiert mich jetzt. Das alles barfuß, ne? 60. Aua. Klang fies. Hier sind wir wieder.
Kann sein, dass ich in dem Grab sogar schon mal war. Aber da war die Quest halt noch nicht, ne? Was werde ich im Grab des Pharao finden? Weitere Schändung? Ja, keine Ahnung, ne? Mal kurz auf die Uhr gucken. 25. Ich bin jetzt halt nicht sicher. Also ich sage jetzt erstmal tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ich hinterlasse diesen Cliffhanger. Und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Bis dann. Macht's gut.